Guten Tag. Widersprüchlichkeiten. Können Sie damit etwas anfangen? Wie gehen Sie damit um? Bleiben Sie dran. Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich lebe in Berlin. Und ich habe mir heute mal Gedanken gemacht zum Thema Widersprüchlichkeiten. Manche Dinge passen nicht zusammen, wenn man drüber nachdenkt. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Stellt man Fragen? Nimmt man sich die Zeit, das Problem zu klären, herauszubekommen, was an diesen Widersprüchlichkeiten vielleicht nicht stimmig ist? Oder ist man so im Stress, dass man einfach nur sagt, ich werde die Widersprüchlichkeiten hinnehmen, ich werde sie annehmen, ich werde sie verinnerlichen, ich werde sie glauben. Wer ist dafür zuständig, Ihnen dabei zu helfen, diese Widersprüchlichkeiten aufzulösen und in ein Bild umzuwandeln, welches für Sie Sinn macht? Sie selbst. Aber es gibt natürlich Institutionen, die dabei helfen können. Das ist von Person zu Person natürlich unterschiedlich. Der eine geht auf einen Meditationskurs, der andere geht zu einer Achtsamkeitsübung, der nächste geht zur Schule, ja? Volkshochschulkurs, weiß der Teufel, zu einem entsprechenden Thema zum Beispiel, welches widersprüchlich erscheint, und dann wird im Detail mal drüber diskutiert. Ja? Zum Beispiel, ich nehme ja für mich in Anspruch, dass ich so Experte auf vielen Gebieten bin, ganz einfach dadurch, dass ich eine Herangehensweise gelernt habe in meinem Leben, die man vielleicht Modularisierung nennen könnte, wo man also ein komplexes, unübersichtliches Problem nach und nach zerlegt in viele kleine Einzelprobleme, sich die mal anguckt, die in Relation zueinander setzt, und dann erscheint einem irgendwann ein schlüssiges Bild. Ja? Und mein Gefühl heute ist, die Menschen sind dazu nicht bereit. Wenn sie dazu nicht bereit sind, wenn sie zum Beispiel keine Zeit haben, wenn sie tatsächlich diesen widersprüchlichen Kram einfach hinnehmen und glauben wollen, dann gehen sie aber bitte nicht anderen auf den Zeiger, die sich mit der Materie beschäftigen, die sich das Thema auf den Tisch ziehen, dieses Thema detailliert beleuchten und vielleicht etwas herausfinden, was Ihnen nicht in den Kram passt. Warum? Weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist Entwicklungsarbeit. Das ist das, was jeder Programmierer im Prinzip macht, wenn er ein großes Programm schreibt. Dieses ist etwas, was jeder Mensch macht, der irgendwo in der Verantwortung steht, der andere wiederum instruieren soll, was sie zu tun und zu lassen haben. Der muss ja erstmal selbst Klarheit im Kopf haben. Ne? Also, es wird Sie nicht verwundern, wenn ich sage, machen Sie direkt nach dem Aufstehen einfach mal einen kleinen Spaziergang von 2 bis 3 Kilometern zum Beispiel, um Sauerstoff in den Kopf zu kriegen. Nach dem Aufstehen ist man sowieso schon maximal fit. So fit werden Sie den ganzen Tag nicht wieder. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Sauerstoff oben drauf packen, ja, also bitte nicht mit Maske spazieren gehen, ne? So, nicht mit Partikelfilter spazieren gehen. Steht drauf auf der Verpackung, ne? Denken Sie mal drüber nach. Wollen Sie nicht? Okay, habe ich verstanden, ja? Sie wollen einfach glauben, dass dieses Ding auch gegen Dinge schützt, die keine Partikel sind, okay? Dann glauben Sie das bitte schön, ja? Denken Sie nochmal drüber nach, und wenn Sie es dann herausgefunden haben, dann erzählen Sie es mir auch bitte. Das könnte dazu beitragen, dass bei mir einige Widersprüchlichkeiten weniger dann entstehen. Weil Widersprüchlichkeiten sind Energieräuber. Eigentlich können wir damit auf Dauer gar nicht leben. Es sei denn, wir stehen neben uns, wir spalten uns ab von unserem eigentlichen Ich. Wir sind dann nicht in unserem Herzen, wir sind dann nicht bei uns. Wir brauchen das, was wir als Wahrheit bezeichnen. Auch wenn das bei jedem etwas anders gelagert sein könnte, weil wir ja auch verschiedene Fakten wahrnehmen,
und uns verschiedene Meinungen daraufhin bilden, weil wir verschiedene Weltbilder haben, weil wir sowieso alle verschieden sind und nicht alle gleich. Das ist mein Weltbild, okay? Und wir sollten weiter nachdenken dürfen. Und wir sollten die Schule ermuntern, Widersprüchlichkeiten offen zu diskutieren, weil da gehört es wirklich hin. Ja? Und in der Politik sowieso und in den Medien erst recht. Wenn die Medien sich weigern, Widersprüchlichkeiten zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen, dann weiß ich nicht, in welcher Gesellschaft wir landen werden. In einer der Gläubigen. Weil das sind dann die Leute, die irgendwelche Wahrheiten glauben, die andere ihnen präsentieren. Das ist die Welt der Mächtigen und Reichen. Das ist die Welt der KI. Das ist die Welt der Unmenschlichkeit. Also, Widersprüchlichkeiten generell auflösen wäre mein Tipp, mein Wunsch. Meine Vorgehensweise ist es auf jeden Fall. Und ich wünsche dann mal einen nachdenklichen Tag, um ein paar von diesen Energieräubern im eigenen Kopf zu beseitigen. Schub, weg. Okay? Schönen Tag noch.